Servus Leute, ich bin's, euer Lieblingstouri bei Düsschen auf Deutsch. Ich habe einen richtig klassischen Touri-Tag in Berlin hinter mir. Aus dem Berghain geflogen, Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg aufgemischt und shoppen im KDW. Aber heute steht mir der Sinn nach etwas Extravaganterem. Und zwar möchte ich die Berliner Mauer abfahren. Und natürlich nicht mit der S-Bahn, sondern mit dem Rad. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wie bereits gesagt, ich werde heute die Berliner Mauer und einige Teile der ehemaligen Ost-West-Grenze in Deutschland mit dem Rad in Angriff nehmen. Die Idee zu diesem Video ist Tobi und mir anlässlich des 3. Oktober gekommen, also dem Tag der deutschen Wiedervereinigung. Ja, und der Startpunkt der heutigen Runde, also das Brandenburger Tor, hätte nicht besser gewählt sein können. Denn das Wahrzeichen der Stadt Berlin stand damals genau auf der Grenze zwischen Ost und West. Ach ja, das Brandenburger Tor ist übrigens eins von ehemals 19 Berliner Stadttoren und das einzige, das noch komplett erhalten ist. Aber genug von GCN History. Ich würde sagen, wir fahren los. Und das Losfahren wird heute stattfinden auf meinem Diamant 137er, diesem Gravelbike von Diamant, das sowohl in der Stadt als auch im Offroad-Gelände schnell unterwegs sein soll. Und ich würde sagen, perfekt geeignet für die heutige Tour. Schön hier außerhalb von Berlin. Leider war das Ganze früher ein bisschen betonlastiger, denn ab jetzt befinden wir uns auf dem Mauerradweg, also dem Verlauf der ehemaligen Ost-West-Grenze. Leute, also mittlerweile ist das Wetter wirklich ungefähr genauso epochal wie unsere Mauerradfahrt. Und auch wenn das 137er auf Gravel und auf Asphalt einwandfrei läuft, würde ich es eigentlich lieber gegen ein Schiff eintauschen. Aber egal, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind hier immer noch auf dem ehemaligen Mauerradweg und dazu passt auch unser 137er von Diamant optimal, denn früher waren solche Tourenräder mit breiten Reifen und Gepäckträger weit verbreitet, da es eben einfach wenige Straßen mit Asphalt gab. Und auch sonst passt die Firma Diamant eigentlich hervorragend zum heutigen Video, denn die haben einiges an Geschichte, auch in der ehemaligen DDR-Zeit aufzuweisen. 1885 gegründet, sollte die Firma in der DDR ursprünglicherweise Nähmaschinen herstellen. Zum Glück wurden dann hochwertige Räder lukrativer und die Firma durfte als einzige in der DDR hochwertige Räder produzieren. Ja, und dann nicht zuletzt Helve Schur, der 1955 die Friedensfahrt auf einem Diamantbike gewann und 58 Weltmeister wurde. So, ich werde jetzt weiter den Mauerradweg runterfahren, möchte aber noch mal ganz kurz eine Sache loswerden. Denn auch wenn man jetzt hier im Normalfall bei schönem Wetter herrliche Radtouren machen kann, ist die Geschichte des ehemaligen Mauerradweges, natürlich nicht ganz so schön. Über 140 Menschen sind hier ums Leben gekommen, davon 101 DDR-Flüchtlinge. 30 Personen sind bei ja gar keinen Fluchtversuchen, sondern einfach nur so an der Mauer umgekommen und dann noch mal 8 Grenzer zusätzlich. Ich denke, solche Fakten kann man neben den Informationen darüber, wer die Flandern-Rundfahrt in der Vergangenheit gewonnen hat, auch definitiv mal erfahren. Und ich finde sie echt spannend und man sollte das auch nicht vergessen. So, ich lasse mich mal weiter nass reden für regnen für euch. Macht's gut. Das ist räudig.
was, Leute. Ja, wir haben ca. 60 Kilometer in den Beinen und ich habe gnädigerweise auch eine neue Regenjacke erhalten, weil das Wetter zwischendurch ziemlich mies war. Naja, aber jetzt geht es eben frisch mit weiterer Motivation Richtung Berlin, aber erstmal Richtung Potsdam. Ja, das Diamantrad wird heute auch wirklich auf Herz und Nieren getestet. Bis jetzt läuft aber noch alles einwandfrei. Und auch obwohl schon jede Menge Schmutz durch die Scheibenbremsen gelaufen ist, ist es immer noch ruhig. Apropos ruhig, das erinnert mich an die nächste Geschichte, die ich heute aus DDR-Zeiten dabei habe. Und zwar an eine Flucht auf dem Rennrad. Genauer handelt es sich dabei um die Flucht von Dieter Wiedemann. Der war 1964 im letzten Vorbereitungscamp für die letzte gesamtdeutsche Olympiamannschaft und hat sich dann entschlossen, ne, ich kann der DDR nicht mehr leben und wollte dann mit Hilfe seiner späteren Frau fliehen. Natürlich wurde aber die Olympiamannschaft streng bewacht, um eben genau sowas zu verhindern. Also ist er am Abend zu den Mechanikern gegangen und hat gesagt, ey, ich muss auf jeden Fall noch mal ein paar Meter trainieren fahren. Und zack, war er weg. Und scheinbar war er ganz schön schnell weg, denn 1967 nahm Wiedemann dann bei der Tour de France teil. Und ich denke, das ist wirklich mal eine coole Fluchtgeschichte auf dem Fahrrad. Angekommen am nächsten Highlight für den heutigen Tag, der Glienicker Brücke. Ja, das Regentrikot hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ich bin auch schon gut eingesaut, aber tatsächlich hat es gerade aufgehört zu regnen. Die Glienicker Brücke wurde 1907 errichtet als Verbindung zwischen Potsdam und Berlin. Und seit 1990 ist sie sogar zusammen mit den umliegenden Parkanlagen UNESCO-Weltkulturerbe. Aber das ist nicht das einzig Spannende, was hier passiert ist. Nein, hier wurden nämlich 1962, 85 und 86 Agenten zwischen West und Ost ausgetauscht. Also ich finde Agenten ja immer cool und welche auf dem Fahrrad sind sowieso unterrepräsentiert. Aber genug geschwätzt, ab geht's nach Berlin. Ja, das ist doch mal was hier. Dieser Abschnitt hier war früher eine Autobahn, ist mittlerweile verlassen. Finde ich, macht auf jeden Fall was her auf meiner Panoramarunde. Und jetzt geht's darauf und dann immer weiter Richtung Berlin. Wir sehen uns später wieder. Ciao, ciao. Zum Abschluss unserer Mauerrundfahrt kommt wirklich noch mal ein bisschen die Sonne raus. Da kann man nur Danke sagen. Genauso muss ich mich natürlich noch mal bei meinem 137er bedanken, denn das hat mich trotz des schlechten Wetters super sicher und super schnell wieder zurück nach Berlin geführt. Vom schlechten Wetter natürlich auch ein bisschen gezeichnet, aber hat alles einwandfrei funktioniert. Hydraulische Scheibenbremsen, Schaltung einwandfrei. Ich bin zufrieden. So, und jetzt geht's auf zum letzten Highlight des Tages, der Eastside Gallery. Angekommen an der Eastside Gallery. Die ist übrigens mit 1316 Metern das am längsten erhaltene Mauerstück. Im Jahre 1990, also kurz nach der Eröffnung, wurde sie von insgesamt 118 Künstlern und Künstlerinnen aus insgesamt 18 Nationen bemalt. Ja, und das wohl bekannteste Gemälde ist der Bruderkuss. Der stellt übrigens den Kuss zwischen Leonid Brezhnev und Erich Honecker dar.
Die haben sich nämlich über das 30-jährige Bestehen der kommunistischen Nation so sehr gefreut, dass sie sich glatt einen dicken Schmatzer gegeben haben. Ungefähr so dick. Puh. 120 Kilometer Mauerradweg wären geschafft. Wie ihr seht, ich bin mittlerweile wieder komplett abgetrocknet und hatte jede Menge Spaß auf den Berliner Straßen und natürlich auch im Berliner Umland. Wer Bock hat, meine 120 Kilometer Runde von heute nachzufahren, kann das natürlich gerne auf Komoot tun. Die Originalroute ist allerdings 160 Kilometer lang. War mir ein bisschen zu weit. Die kann man natürlich auch nachfahren, blenden wir euch natürlich auch ein. So, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, was Berlin noch so kulinarisch zu bieten hat. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao.